So, willkommen zu einem aus der Not geborenen Video auf meinem YouTube-Channel, weil Kameramann ist krank geworden. Wir machen das heute mit unserem eigenen Equipment. Und ich habe zu Gast, du kommst gleich, Schulzi ist die Freundin von Steve Pintin. Nein, Schulzi gehört zu Steve seiner Crew, mit denen er mal abhängt. Und du hast ja sicherlich auch Instagram, kann man ja auch mal verlinken. Na, Schulzi angucken, 2003. Was Schulzi, Schulzi 2003, genau, 20.03. Ja, also wie gesagt, der gehört hier zum festen Bestand der beim Steve. Steve Pintin brauche ich nicht vorstellen, mein Teamkollegen, langjähriger Freund, IFBB Pro und behaartes Menschenmonster. Wie gesagt, Menschenmonster. Den Steve, den kennt er. So, und bevor wir hier jetzt mit dem total actionreichen Video anfangen, weil ihr habt mir eure Fragen gestellt und wir machen hier so ein paar Fragen mit Abschweifung, will ich euch auf die kommende Aktion vorbereiten, die jetzt die Woche laufen wird. Und zwar gibt es da bis zu 40% auf die Produkte bei Neosubs plus unsere Rabattcodes oben drauf und top, also bis 50% könnt ihr sparen. Es werden ein paar neue Geschmäcker vorgestellt. Kannst du mal sagen, du hast das ja im Kopf gemacht. Vision Way im, was ist das, Kinderschokolade-Geschmack? Vision Way Kinderschokolade. Ja, das ist das Isolat Way. Das Isolat Way im Reis, Cinnamon Reis, also mit Reispudding mit Zimtgeschmack. Okay, das sind die zwei neuen Geschmäcker. Und dann gibt es noch, wie gesagt, viele neue Sachen, was auch die Proben angeht. Einfach mal vorbeischauen und shoppen. Und jetzt fangen wir mit dem Video an. Schulzi, liest du ein paar Fragen vor? Feuer frei. Jawohl. So, fangen wir an hier. Machen wir eine Steve-Frage. Ja. So, Steve ist so ein toller Athlet. Du würdest ihm sicherlich den finalen Schliff geben können. Da haben wir es wieder, Heiko. Die typischen Steve-Fragen. Den würde ich die Eier schleifen. Schliff. Wie bei der Armee würde ich den schleifen, Alter. Ja, wir haben, aber, wir haben damals noch, ich habe auch letztens so Bilder gefunden. Weißt du noch, wo wir da bei Björn im Studio waren? Da haben wir zusammen geschliffen, alle Mann. Das war geil noch. Zu viel trainiert. Cleverfit? Ja, Cleverfit. Krass. Mit einem alten Riemschneider und einem alten Björn und einem alten... Mhm. Den habe ich jetzt übrigens gesehen. Aber der Jüngste gewesen. Ist Stefan eigentlich gesehen, er hat so einen Kopf gekriegt. Also, ja, hat er, ja. Brutal. Ja, dick. Grüße an Stefan. Massekopf, Stefan. Ja, na, ich habe mich mit, um auf die Frage zu antworten, ich habe mich mit Steve auch schon das eine andere Mal unterhalten, dass ich Steve als seinen Freund anraten würde, sich Unterstützung zu holen. Steve ist anderer Meinung, dafür doch gehen wir rein, kann ich euch ganz ehrlich und offen sagen. Ist aber auch nicht schlimm, weil das ist Steve seine Meinung, der hat ja seinen eigenen Kopf und der ist ja bis jetzt auch ganz gut gefahren. Aber die Top-Leute, die haben ja nicht ohne Grund alle einen Vorbereiter. So gehe ich an die Sache ran und wollen sich ja weiter und stetig verbessern und haben die Top-Vorbereiter. Da zähle ich mich jetzt natürlich nicht mit rein, aber ich als sein Freund würde ihm raten, einen Vorbereiter zu nehmen. Wie Steve das sieht, kann er selber antworten zu. Roman Fritz hat auch keinen Vorbereiter. Und du heißt ja nicht Roman Fritz. Noch nicht. Und Roman Fritz ist auch nicht Mr. Olympia. Ja, also, okay. Ja gut, das stimmt. So machen wir das nächste Mal. Aber wie gesagt, du hast nicht geantwortet. Ich hab geantwortet. Roman Fritz hat auch keinen Vorbereiter. Ja, das war jetzt. Roman Fritz hat auch keinen Vorbereiter. Okay. Ja, machen wir mal so eine, vielleicht mal eine Frage auch mal. Wir haben ja nicht alle. Aber ich weiß nicht, ja, nochmal darauf. Ja, ich will es nochmal einmal jetzt diese Saison so versuchen und dann. Wenn das scheiße war, dann machen wir was demnächst mit Vorbereitung. Okay. Dann machen wir mal eine Frage, vielleicht auch mal, die auch mal ganz interessant ist. Ne? Wir sind ja nicht alle so wie wir. Die andere war nicht interessant. Weil es wirklich nur eine Frage ist. Ich möchte mit Sport anfangen, bin da aber neu in dem Gebiet. Hast du ein paar Tipps für mich? Das ist vielleicht auch mal, wir sind ja nicht alle gleich mit den Muskeln. Kaufst dir eine Trainingstasche, kaufst dir Turnschuhe, kaufst dir eine Turnhose und dann suchst du dir das nächste Gym. Und dann gehst du zu einem Probetraining und dann guckst du, wie dir das gefällt. Im Idealfall suchst du dir einen vernünftigen Coach dort, was ich dir jetzt schon sagen kann, was sehr, sehr schwierig sein wird. Und dann einfach gucken, wie dir der Handelsport gefällt. Was soll ich dir da jetzt für Rat geben? Das musst du ja entscheiden. Bin ja nicht deine Mutter. Das war ganz interessante Frage. Funktioniert Profi-Bodybuilding und Familienleben oder geht nur eins von beiden? Also ich, willst du oder soll ich? Ja, aber kein Familienleben. Nee, ich auch nicht. Also ich kann jetzt nur aus meiner Sicht reden. Ich hab keine Familie gegründet damals aus dem Grund, weil ich 100% geben wollte. Andere Leute können das. Ich gehöre leider nicht dazu.
Und deswegen muss ich Prioritäten setzen, weil ich wirklich keine Rücksicht nehmen will, weil mit einer Familie übernimmt man ja doch sehr große Verantwortung. Und da ich so ein Alpha bin, so ein Alpha-Tier, muss ich meine Familie auch beschützen, muss für die da sein, muss für die sorgen. Und da wäre für mich zu viel andere Sachen auf der Strecke geblieben. Außerdem hatte ich einen komplett anderen Weg eingeschlagen. Ich bin ja im Nachtleben gewesen die letzten 30 Jahre oder über 30 Jahre, also im Milieu. Also für mich hätte es nicht funktioniert, aber für andere Leute scheint es zu funktionieren. Und das wäre jetzt meine Aussage dazu. Wie siehst du das? Ich sehe das genauso. Du schläfst doch schon, Digga, oder? Ja, du bist es schon. Mach doch mal einen Kaffee. Hier, Heiko, schließ doch gleich an die Kiez-Zeiten-Frage. Das war die Frage. Wie viel Budget konntest du durch die Kiez-Zeiten auf die Seite legen? Interessiert ja ein Follower, Heiko. Ja, geil. Das, so, da als wäre der Heiko, das hier erzählen würde. Als wäre Heiko jetzt das mal einen rausholen. Das war eine gute Frage, du. Die war gut, die Frage. Meine wirtschaftlichen Verhältnisse sich nicht offenlegen. Schönen Gruß ans Finanzamt. Ja, ja, genau. Also, das und an die Behörde. Der war gut, ja. Ja. Also, wie sagst also, du? Da, wie hieß der Kollege? Liebe Grüße. An den Pinaron 180. Ich konnte, sagen wir mal so, ich konnte mir anstatt Margarine auch Butter leisten. So war es, ja. Ja. So. Oder das Angeln auf dem. Was war dein erstes Auto? Also nach der Wende im Westen war es tatsächlich ein Ford Granada 2 Liter, also 2.0. Und ja, die war ja damals gewesen, wo ich noch sehr, sehr jung war. Und deswegen, das war mein erstes Auto. Aber der Kalle hat ja mit 21 tatsächlich auch schon seinen ersten Porsche gefahren, weil er geschäftstüchtig war. Mhm. Aber alle fangen klein an, ne? Das war, was für ein Porsche? 944S. Mhm. Ja, das kannst du mal googeln. Ja, genau. War der erste in Cottbus überhaupt der erste? Der zweite Porsche der erste war ein Kumpel, der hat einen 928 gehabt dann. Also ich war aber der erste. 911, ja, das ist ja eine andere Liga. Das ist ja, aber ich hatte schon einen richtigen Porsche, nicht diesen Audi-Porsche, sondern einen richtigen Porsche. Okay. Weil der 924, der hat ja so einen Audi-Motor drin gehabt und ich hatte ja schon einen richtigen. Was hat die Kiste gehabt damals? 211 PS oder so. Aber hat er nicht gewogen. Also mit dem, auf alle Fälle bin ich mit dem Rekorde gefahren. Bin ich von Cottbus nach Hamburg in circa 2 Stunden gefahren. Oh! Damalüchen! Berlin, Cottbus. Das brauche ich ja schon. Berlin, Ortsausgangsschild, Cottbus, Ortseingangsschild, 17 Minuten. Ja, da gab es keine Blitze. Ach, weil die Autobahn dann frei da drauf gestanden. Und wenn der Tank leer war, schnell Rüssel rein und direkt weiter. So sind wir damals Auto gefahren. Das war geil. Total kranke Scheiße. Also du warst auch noch Bodybuilder, warst auch Rennfahrer damals. Nee, ich fahre sehr gerne schnell Auto. Ja. Mach ich immer noch. So, wo ich den letzten RS3 hatte, den kleinen Flitzer, den ich mir da noch die Software machen lassen habe, da habe ich noch bei 305 gefilmt. Den Tacho abgefilmt. So gut, wir müssen weitermachen hier, sonst schreiben wir ab. Jetzt hier nochmal, Massephase, sauber oder alles rein, was geht? Naja, sagt doch der Name schon eigentlich, Massephase. Wenn man massig werden will, dann brauchst du nicht sauber essen. Wir reden jetzt von einer offenen Klasse. Bei Steve ist jetzt wieder was anderes, haben wir ja letztens wieder erst gesehen, weil Steve gewichtslimitiert ist. Aber wenn man kein Gewichtslimit hat oder haben möchte, dann rein, weil so nur so baust du Muskeln auf. In Verbindung mit schwerem Training musst du einen maximalen Kalorienüberschuss haben. Und diese saubere Aufbauerei sieht man ja, zu was das führt, nämlich zu mittelmäßig. Mittelmäßigkeit. Ja, und deswegen haben wir auch keine schweren Athleten mehr. Bei Nick Walker, wo wir den vorhin, habe ich mal ein Video gesehen. Weißt du, ob du auch schon gesehen, Paddy, der hat immer ziemlich, sag ich mal, so ein Full-Life-Eating, war fast jede Mahlzeit Reis mit Hühnchen und Dings. Ja, jetzt. Oder war das nicht so? Jetzt. Ja, aber jetzt, guck dir mal die aus vergangenen Jahren an, wo er aufgebaut hat. Ja, wo er ausgesehen hat wie ein Wasserbüffel, na klar. Guck dir Cutler an. Guck dir Cutler habe ich mal gesehen, auch mit Burger In und Out und zwischendurch. Und Lee Priest, alle Rühl. Alle Kalber die, auch. Kalber. Die sahen alle aus. Er hat damals auch viel gegessen, habe ich. Riedel, Schachtel Riedel den ganzen Tag. Ja, ich habe ja auch noch eine Frage an den Heiko. Und Massebrei und so. Also wie gesagt, ich sage dir, unsauber und nicht mitzählen und rein Brotluke also auf. Nicht tracken, rein. Nicht tracken, nichts mitzählen. Ja, tracken kannst du beim Scheißen, wie groß die Augen sind. Ja, sauber ja auch. Hier habe ich noch eine ganz gemeine Frage von einem Follower von Heiko, von Steve Bentin. Warum bist du immer so blass, Heiko? Das ist eine gemeine Frage von dem Follower Steve Bentin. Was? Warum bist du so was, Heiko? Steve Bentin! Weißt du,
Weißt du, warum das war? Weil du in der Story gesagt hast, ich bin so blass heute, ich muss mal zu nahe wieder. Ja, das habe ich hab auch gesehen. Ja, ja, genau, da habe ich geschrieben, das, war, gesagt, das war ja gestern, das war gestern. Blass wie eine Male. Da habe ich gestern gesagt, ich muss mal wieder ins Solarium. Ich muss mal wieder ins Solarium. Da habe ich geschrieben, warum bist du so blass. Habe ich aber nicht geschafft, Alter. Ich wollte ja, das ja, haben. Ja, siehst du, musst, also machst du mal. Außerdem bei Steve kann man die Hautfarbe gar nicht erkennen, weil überall Haare drüber sind. Also, ja, genau. Der das Fell. Zählt nicht. Das macht braun die Haare. Steve, guck mal hier, Steve hat Fell. Der ist immer dunkel. Der ist immer, genau. So, mach mal weiter mit. Hier, bist du alle Tage bei der FIBO? Ja, ich wurde von meinem Sponsor verpflichtet, genauso wie Steve. Ja, sind wir sind alle vier Tage dort anzutreffen. Das ist mit viel Glück. Ja. Weil ich stehe ja nur nicht wie so ein Holzsoldat da und warte, dass er, ne, also ich halte mich dort auf am Stand. Werde natürlich auch rumgehen, werde mir auch die Qualifier angucken von Dennis James und alles so eine verrückten Sachen und werde natürlich für euch da sein, logischerweise. Sollen wir Arme getrennt oder zusammen trainieren? Ja, um richtige Arme zu kriegen. Ich glaube, wenn man eine Armschwäche hat, sollte man schon lieber, kommt man beides. Einmal so mit dem Muskel zusammen und einmal nochmal extra. Ich würde einmal separat trainieren, ja, und dann noch eventuell bei Brust oder Rücken noch eine Übung mit dranhängen. Aber ist nicht zwingend notwendig, weil wenn du keine Armschwäche hast, dann einmal hast du richtig. Eigentlich nicht gehabt, hast du auch nicht. Ne? Da, nö, nicht so wirklich. Jetzt ja, aber damals nicht so. Ich habe auch nicht so. Ich 60, nur, ich hatte 60 gehabt. 60 hatte ich habe 48 jetzt. Naja, siehst du. Also, wie warst du, Schulz? 100, also 107 ungefähr, so jetzt aktuell. Oh, so einen Arm habe ich noch nie gesehen. Ach so! Warte mal! Ach so! Ihr redet von Ober. Tut mir leid, Heiko. Ich war in den Fragen vertieft. Und damit ist das Klischee des Bodybuilders wieder bedient worden. Herzlichen Glückwunsch. 107 Zentimeter. Also beide Arme zusammen. 107. Jetzt wisst ihr, warum Heiko vor dem Anfang des Videos gesagt hat: bleib sitzen, Schulz. Schulz ist auf Lokab. Lokab 25. 44, 45. Wir schieben es mal darauf hin. Ja, Schulz, schieben echt darauf. Geil. So, hast du nicht überlegt, dein eigenes Gym zu eröffnen? Ganz viel Liebe an unseren Kalle. Ja, habe ich tatsächlich gemacht. Hast du mal, ja. War ich auch kurz davor, um ehrlich zu sein, bis die Fitness-Discounter kamen. Und da hat es bei mir direkt, da gingen alle Alarmglocken an. Ich hörte nur auf mein Bauchgefühl bei sowas und das war gut gewesen. Weil da sind im ersten Jahr, wo McFit dann aufgemacht hat, haben 70% tatsächlich Konkurs anmelden müssen von den privaten Fitnessstudios. Und deswegen habe ich direkt, das war wie so, als ob ich so ein Stromkabel gefasst habe. 20 Jahre her, 20 Jahre schon her. Ne? Ja, ja. Ich weiß noch, wo das losgegangen ist. Ja, aber ich hatte vorgehabt, tatsächlich eins zu machen. Hatte auch tatsächlich geliebäugelt, im Olympic mit reinzugehen oder. Oder was Eigenes in Berlin zu machen, weil Standort ist mir eigentlich relativ egal gewesen. Da ich, wie gesagt, nicht gebunden war durch Kinder oder so. Aber ich habe dann mich ganz schnell davon abgewandt, weil ich bin auch, um ehrlich zu sein, nicht so ein Typ, der sich so festnagelt. Also als Studiobetreiber musst du auch jeden Tag vor Ort sein, du musst immer im Laden sein, du musst gucken, machen, tun. Und ich bin so ein freiheitsliebender Mensch, ich muss auch mal außer der Reihe irgendwo hinfahren können. Mal raus. Oder dies oder das. Oder den, mal weg. Mal raus, dort was erledigen, lieber unterwegs sein, als hier. Das würde mich irgendwann traurig machen oder kaputt machen. Und deswegen habe ich mich dann dafür entschlossen. Also eigentlich hat mir das mit dem Fitness-Discounter. Deswegen hast du dich entschlossen, bei Smilos und bei Neosubs zu starten. Ne? Zum Beispiel. Ja, die haben sich entschlossen, mich zu nehmen. So, oder so, genau. So was. So könnt ihr das sehen. Denk nochmal an den Rabatt. So, Alkohol, ne? Machen wir weiter. Gibt's, gibt's, ja? 40%. Ober so top, noch 10% Alkohol. Ah, 10. Ja, ja, ja. So sieht es aus. Also nochmal weiter. Ich muss hier fragen hier. Jeden Tag Thunfisch, okay? Ja, jeden Tag Thunfisch. Kann man essen, ne? Cool. Eine Vorbereitung? Wenn du stinken willst wie ein Fisch, dann mach. Ja, dann mach. Was hältst du von Reispudding? Nee, das ist tatsächlich so, weil wenn du jeden Tag Fisch frisst und davon nicht wenig, das kommt irgendwann aus den Poren, weil Ammoniak ist ein Abfallprodukt. Der Schweiß riecht echt anders. Ja, aber die Haut ausgeschieden. Und nach dem Schweiß, das nächste, was passiert, ist hier weg. Ich habe auch schon gehört, wo wir dabei sind, hier, was du da auch. Sagen auch, welche Thunfisch da aus der Dose wegen Quecksilber da irgendwas. Oh, ja, habe ich auch schon gehört. Aber da gibt es auch einen DJ Quecksilber, der macht auch noch Musik. Ist auch noch DJ. Oder Quecksilber, ne? Quecksilber, ja. Ja, der macht auch noch Musik. Ich kenne auch noch, ja, genau, DJ Quecksilber. DJ Bobo, kennst du auch noch von früher. Ja. Das war auch noch. So. Der ist eine Party. Ich glaube, der hat zu viel Thunfisch mit Quecksilber gegessen. Nur noch eine Frage an Coach Heiko. Wie viel Milligramm Zink sollte man supplementieren?
sind wir gut. 50 alle zwei Tage. Alle zwei Tage? Das weil manche Körper, manche Körper oder manche Typen von Menschen reagieren mit zu viel Zinkkonsum auf Haarverlust. Ja. Ich bin sicher. Hier ist ein abschreckendes Beispiel zu dritt. Nee, dir könnt tatsächlich, wenn du jeden Tag übersupplementierst, können dir die Haare ausfallen. Teilweise. Und deswegen auf der sicheren Seite seid ihr, wenn ihr alle zwei oder alle drei Tage 50 Milligramm, natürlich 50 Milligramm Zink und Sulfat und oder Zink Nitrate, Sulfate. Also es steht überall 50 Ohm, ist aber nicht 50 drin. Ihr müsst euch da mal reinlesen, was da für ein Zink drin ist. Ist auch noch, Steve kann sich auch mal antworten. Wie war es in deiner aktiven Zeit mit Freunden? Hattest du viele? Na, viele hatte ich noch nie, weil wer will mit mir befreundet sein? Durch der Typ? Nee, das hat sich reduziert durch den Leistungssport, weil ich halt, wie gesagt, in meiner Blase war, mein Film war. Ich hatte auch gar nicht so den Nerv für viele Freunde. Ich habe einen besten Freund schon immer. Das ist der Jens Müller aus Dresden. Grüß dich, Jensi. Den habe ich seit über 30 Jahren. Und also dann habe ich gute Freunde, eine Handvoll. Mhm. Und alles andere sind, mit denen bin ich befreundet oder sind Kumpels. Aber hier diese Bro-Scheiße und diese Brudi-Scheiße, damit braucht mir gar keiner erst kommen. Ja, yo, Bro! Yo, Bro, was geht? Erst gut, dass du das sagst, Bro. Ja, okay, super. So, hier, so, da kannst du vielleicht Meinung zu Männern ohne Mentalität. Meinung zu Männern ohne Mentalität. Was? Ihr fragt jemand deine Meinung zu Männern ohne Mentalität. Also, verstehe ich nicht. Ja, die mental nicht so. Die setzt mental. Ach so, so, also Mentalität. Mental, die keine Mentalität haben. So eine Piepen. So eine Witzpiepen. Genau. Ja, Beispiele. Ja, macht einen großen Bogen um mich. Beste, was euch passieren kann. Gar nicht mehr in die Nähe. Ich glaube mal, dass er sowas meint, wahrscheinlich, oder? Ich kann. Ja, also. Ja, ich kann so eine. Also Männer ohne Rückgrat auf Deutsch. Ja, gesagt. So eine Weicheier. Nee, Weicheier, genau. Kann ich nichts mit anfangen. Will ich auch gar nicht. Ich will den auch gar nicht antworten. Weil ich kann die alle nicht für voll nehmen. Lieber Frauen mit Mentalität. Ja, das ist. Ja. Die wollten jetzt vielleicht hören, dass du die ganz doll gerne hast. So, na gut. Das, I love you forever. Ja, das ist auch eine interessante Frage. Wirklich. Wäre Big Ramy 2001 unter die Top 5 bei Mr. O gekommen in guter Form? Das hat er überhaupt schon gemacht? Ja, weiter hergeholt. So nach dem Motto, auf ein Big Ramy früher in deiner Zeit wahrscheinlich denn so da auch gewonnen hätte. Mit der Form aus 2014 hätte er schon ein gewaltiges Wörtchen mitsprechen können. Aber da war das halt fest manifestiert gewesen da bei den Jungs unter sich. Also da war es schwer reinkommen. Aber wäre er zu der Zeit mit reingewachsen, sicherlich hätte er da ein gewaltiges Wörtchen mitspringen können. Allerdings nicht mit der Form von letzten Jahr. Ab wann habt ihr auf die genaue Salzmenge vor dem Wettkampf geachtet? Fang du mal an, bitte. Na, deine Erfahrungsdienst. Teil davor so ein bisschen. So. Erst ganz viel Salz und dann weniger Salz. Halt. Dann achtest du darauf. Also ja, ab wann? Ab wann? Also ab wie vielen Tagen davor? Ab letzte Woche, ja. Oder schon Tage davor. Ja, so ab letzte Woche. Extrem dann. Ab letzte Woche? Vorher dann, na, du hast ja... Ich habe ja ein ganz anderes System gemacht. Du hast ja gar kein Salz gemacht. Ich habe die ganze Vorbereitung und bis zum Schluss gar kein Salz genommen. Und tatsächlich nur für die Show mir Salz aufgehoben. Kurz vorher als Sicherheit quasi. Nicht jetzt, klar hat es einen Zeiteffekt gehabt. Das hat die Gefäße nochmal rausgedrückt und alles. Aber als Sicherheit gegen Krämpfe halt, habe ich ein bisschen vor der Show genommen und das war's. Ansonsten bin ich ohne Salz rein, die ganze Vorbereitung halt. Das ist, aber wie gesagt, das war mein Diätsystem geschuldet und das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Das ist auch so eine ähnliche Frage. Gab es bei euch Leitgetränke auch in der Vorbereitung? Das interessiert natürlich wahrscheinlich viele, genau, ob ihre Leitgetränke trinken dürfen. Das wird ja heute verpönt oder verhöhnt so mit den... Ich. So früher Cola Light so. Immer noch. War ich damals übersüchtig nach dem Scheiß. Ich habe mich zwingen müssen, dann auf Wasser komplett umzustellen, die letzten, was weiß ich, zwei, drei Wochen. Mhm. Ansonsten habe ich das. Hast so du gemacht so denn? Echt krass, ist interessant. Alles raus, also Cola Light nicht mehr denn. Weil viele sagen ja, das ist total schädlich. Ich war wirklich richtig asketisch gewesen. Mhm. So. Also so bescheuert asketisch. Weil ich wusste, ich habe eh nicht die Mr. Olympia-Form, aber wollte da irgendwie mitspielen da vorne. Und deswegen habe ich ultra konsequent, wie eine Maschine,
Also als ob du jeden Tag eine Maschine anstellst und da kein Links und Rechts sind. Hast du denn auch so Eiweißpulver? Nee, gar nichts. Ich habe die ganze Vorbereitung nicht getrunken. Ach so, auch nicht? Nee. Auch nicht, okay. Einfach, aber einfach aus dem Grund. War das was so mit damals oder würdest du das heute auch immer noch so? Nee, bei den Mengen, die ich essen musste, wenn ich dann Shakes zwischendurch trinke, bläht sich mein Bauch auf. Ja, egal, ob laktosefrei oder nicht. Ja, genau, okay, stimmt. Ja, und deswegen habe ich auch in der Vorbereitung ganz selten Shakes getrunken. Mhm. Wie oft sollte man die Beine in der Woche trainieren? Deine Empfehlung? Also wenn er so trainiert, wie ich mir das vorstelle, könnte er die noch einmal trainieren. Geht gar nicht anders. Ja. Also, aber getrennt halt. In Vorder- und hinteres Bein. Also demzufolge zweimal, weil der Beinbeuger gehört auch zum Bein. Das separierst du. Aber Quadrizeptraining an sich einmal, was anderes, anders ist nicht machbar gewesen. Wie lange Satzpause ist denn hier auch noch so eine Frage? Das kommt darauf an, wie schwer ich trainiere den Tag. Ich habe das gestern mit der Katja zum Beispiel mal wieder durchexerziert. Ich wollte, dass sie einfach mehr Gewicht macht, weil sie kam mir so ein bisschen eingefahren vor und wir brauchen ja trotzdem Progression. Und dann haben wir im Endeffekt das Gewicht verdoppelt auf der Beinpresse und habe natürlich den Satz für Satz eine Minute mehr gegeben. Genau, wir waren am Ende bei 5 Minuten Pause gewesen. Ja, das ist gut. Und ansonsten hält sie die Pause eigentlich relativ kurz, um den Stoffwechsel auch hochzuhalten, aber um mal wieder eine Gewichtssteigerung zu haben und dementsprechend auch eine höhere Fettverbrennung durch die schweren Gewichte. Also die Arbeitssätze, die da ist nicht bei 10 Schluss, die peitsche ich da durch. Bis habe ich gesehen, Story. Nicht mehr. Ja, anders funktioniert es ja leider nicht, wenn man gut sein will oder sich entwickeln will. Mhm. Und deswegen, ich habe damals, ich kann jetzt für mich sprechen, um auf die Frage zu antworten, bis zu 10 Minuten Pause gemacht bei den schweren Sätzen. Starken Kniebeugen oder so. Ja, und bei hast du Kreuzheben gemacht eigentlich? Selten. Also ich habe es gemacht. Ja, aber was sagst du dazu so? Ist eine sehr gute Übung. Bloß ab bei den Schwergewichten ist es dann halt, wenn man dann auch sehr viel Gewicht verwenden kann, muss man halt gucken, dass die Mitte nicht mitwächst oder wegwächst. Ne? Deswegen sollte man das ab einem gewissen Stand als Schwergewichtler vielleicht ein bisschen weniger machen. Ist meine Meinung. Ja, nee, ist ja legitim so. Aber im Aufbau definitiv gehört das mal rein. Hast du auch schon gehört? In der Mitte? Mit der Mitte, ja. Ich habe mich jetzt hier rein auf die Fragen konzentriert. Nimm die mittelste. Ja, ich nehme die mittelste. Ne? Haben wir ja auch alles bei mir, genau. Ja, nee, ich muss ja gucken, was hier passiert. Schulzi, Qualität. Muss ich öfter einladen auf meine Videos. Ja, genau. Der ist voll konzentriert. Also, wenn ihr Schulzi öfter bei Heikos Videos sehen wollt, oder was wäre ein geiles Video? Den Borg ging mir den Maul. Ja, das ist kein Problem. Nee, was ich gerade sagen würde, ein geiles Video wäre, ihr beide trainiert zusammen. Ja, da sterbe ich ja. Du trainierst ihn. Ja, das können wir mal machen, aber dann glaube ich, bin nach 10 Minuten renne ich weg. Das wäre lustig, oder? Das ist ja egal, aber da. Das wäre, also, ich würde das mal empfehlen. Wenn die Leute dieses Sadomaso mal sehen wollen, gerne in die Kommentare schreiben, dann opfere ich mich mal bei Heiko. Bewusstseinserweiterung. Ja. Genau. Heiko geht mal mit Schulzi ein Training durch. Na los, komm, Feuer frei. Ja, das ist natürlich die typische Frage mehr. Wen siehst du persönlich vorne, Urs oder Mike Sommerfeld? Ja, haben wir ja schon vorne. Haben wir vorne auch schon. Aber jetzt nochmal an Heikos Kanal. Bock ist so. So. Aber beides eng aneinander, ja. Ist wirklich schwer zu beantworten, die Frage. Wenn beide in Form kommen, geben sie sich den Titel abwechselnd in die Hand. Und wenn Urs so konsequent weitermacht und Mike einen Fehler machen würde, wäre es klar auf der Hand. Okay. Aber umgedreht genauso, bloß umgedreht, wird glaube ich nicht passieren, weil Urs einfach zu professionell ist. Ja. An seinem ganzen Drum und Dran. Und aber rein vom Leistungsstand her der Körper oder vom Entwicklungsstand der Körper kann man es nicht sagen. Also ich kann es nicht sagen. Machst du den neuen Coach von Rico? Nee, du hattest ja einfach nur einen Vorcheck letztes Mal von Rico. Wer ist das? Max Matzen? Nein, Rico Lopez. Ja, ist dein Teamkollege. Ich habe mit Max, wir haben nichts, wir grüßen uns, wir gehen respektvoll miteinander um. Ja, ich habe eigentlich, wenn man mal jetzt ohne sich was vorzuheucheln, ich habe keinen Bock auf seinen Scheiß, er hat keinen Bock auf meinen Scheiß, aber wir respektieren uns halt, wenn wir beide Bodybuilding machen und beide Sport machen und Max versucht. Das finde ich gut. Das war richtig ein richtiger Real Talk. Das war wie immer Heikos ehrlicher Art. Das war wie immer. Wie kann ich meine inneren Oberschenkel massiver trainieren? Fanboys hier noch. Wie kann ich meine inneren Oberschenkel massiver trainieren?
Innere. Wird hier gefragt. Innere Oberschenkel, genau. Adduktoren, Beinpresse, die hoch angesetzt, also Füße etwas höher angesetzt und hackenlastig. Mhm. Ja, das sind so. Und Kniebeugen und Hackenschmidt mit weiter Stand. Das wäre jetzt so, was ich empfehlen würde. Breiterer Stand. Ja. Und bei mir ist es so tatsächlich, beim Beinpressen kriege ich einen unwahrscheinlichen Muskelkater an Adduktoren. Bei meiner Ausführung. Wenn du richtig tief gehst, überhaupt nicht, oder? Nee, gar nicht mal, weil das hat was mit dem Andrücken zu tun wahrscheinlich. Keine Ahnung, warum das bei mir ist. Also ich hab so einen Schweinemuskelkater innen dann auch. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ist es bei dir mit Beinpressen? Bin ich doch gut. Bin ich doch gut. Wie viel Muskelkater? Wo hast du Muskelkater? Ja, meistens immer hier, Vorder- und Rückseite halt. Ne? Ich merke das nochmal gut beim Beinstrecker, Beinbeuger. Überall. Also ich kann jetzt ja schlecht sagen, hier ist Bein tut überall weh. Hat Übung gemacht. Bein tut überall weh. Schulzi, genau. Dir müssen wir eigentlich so eine Sonnenbrille aufsetzen. Ja, habe ich ja schon. Aber wenn du mal die Sonne gesehen hast, heute doch kaum. Aber hat er heute aufgehabt, weil die Sonne so schön ist. Weil die Sonne geschienen hat, habe ich schon mal. Aber wie gesagt, auch sehr, sehr schweres Adduktorentraining. Wirklich schweres Adduktorentraining. Und nicht nur einmal die Woche. Ich bin echt nicht multitaskfähig, merkt ihr? Ja, siehst du. Gute Entscheidung von Emil, mal zu Johann nach Brasilien zu gehen. Wieso sind da gar keine Tasten drauf? Nein, aber so die Nebenfragen von Steve und die Fragen ja. Lesen. Sehr gute Entscheidung. Unterstütze ich, begrüße ich. Das letzte Video fand ich geil. Habe ich damals schon gesagt. Und ich kann mich ja da reinfühlen, weil ich war ja dort selber schon gewesen, auch mit Johann zusammen und mit Emil. Das in Sao Paulo, das Feeling, das Klima, die Studioatmosphäre da, die ist mega brutal im Ironberg gerade drin. Das ist schon fast mystisch. Da kannst du richtig ballern, kannst in deiner Welt versinken. Die Top-Gyms, die sind komischerweise alle schwarz gehalten. Hab ich gesehen, so dunkel, ne? So alles. Total geil, aber ja, geil. Du bist da so fokussiert drin. Ist brutal. Also wie gesagt, ich beneide Emir gerade darum. Kann ich wirklich so sagen, darum beneide ich Emir, dass er dort die Erfahrung machen kann und dort mit dem Johann trainieren kann. Johann übrigens ein sehr, sehr guter Coach, ist wirklich tief drin in jedem einzelnen Satz, in jeder Wiederholung ist der selber mit drin. Das ist Wahnsinn, also wie der das den ganzen Tag durchzieht. Wer Johann Schatz nicht kennt, war Weltmeister gewesen, kommt aus Österreich, ist ein ehemaliger Österreicher, lebt seit über 25 Jahren dort in Sao Paulo drüben, hat das Profi-Bodybuilding dort so ein bisschen publik gemacht, weil er tatsächlich bei Mr. Olympia neben Dorian Yates 92 oder 93 gestanden hat. Ja, hat er geholfen. Oh. Ja. Und gibt es auch Bilder von, hat auch dazu hängen. Ja. Und war jetzt kein Schwergewicht, aber er hat das Ding gerockt und er lebt das Ding jetzt da drüben, hat, glaube ich, auch einen sehr, sehr guten Vertrag bei den dort ortsansässigen Top-Sponsoren, Black School und was war das andere? Ah, vergessen. Keine Ahnung. Also wie gesagt, und deswegen, was Emir da gerade macht, ist zu dem, was er vorher gemacht hat, genau die richtige Konsequenz, meiner Meinung nach. Weil das, was er vorher gemacht hat, mit diesen, wer die Trainingsziele kennt, dieses extrem schwere, kurzen Bewegungsablauf oder extrem, das hat ihn so weit gebracht, wie er gekommen ist. Deswegen war er auch einer der besten Athleten mit bei den Pros gewesen, hat man bei den Pro-Shows gesehen, hat er auch mal knapp einen Sieg verfehlt gehabt, also knapp die Quali verfehlt gehabt. Und dieses Full Range of Motion, was er jetzt teilweise praktiziert, ist ja genau das entgegengesetzt zu dem, was er jetzt die letzten Jahre gemacht hat. Und darauf wird eine neue Reizsetzung erfolgen. Und ich hoffe, der Körper belohnt das dementsprechend mit Wachstum. Oder wie ihr es immer hören wollt, mit Progression. Frage aus der Vergangenheit. Fiel die Trennung von Klaus Maibaum damals schwer, als du Profi wurdest, oder war es klar? Das war eigentlich eine klare Sache. Also Klaus ist für mich einer der besten Amateurvorbereiter. Wir haben auch immer noch ein extrem freundschaftliches Verhältnis. Also wir sind Freunde, seitdem ich dort aufgeschlagen bin. Wann war das, glaube ich, 92 bin ich in dem Gym aufgeschlagen. Und seitdem haben wir natürlich auch dementsprechend Kontakt. Aber ich musste einen neuen Weg für mich suchen, weil ich gemerkt habe, dass ich... Oder wir haben beide gemerkt, dass wir eigentlich an unsere Grenzen gestoßen sind. Wir haben das Maximale rausgeholt oder das Optimale rausgeholt im Amateurbereich
Und durch einen glücklichen Zufall bin ich dann in den Kontakt mit meinem anderen Coach getreten, bei dem unter anderem auch Armin Scholz mal kurz war. Markus Rühl war mit ihm zusammen. Mike Sehr und solche Leute, die damals zu der Zeit so im nationalen Bereich publik waren. Und ich und Markus, wir haben dann eigentlich eine Zeit lang sein Wissen genutzt, um uns weiterzuentwickeln. Ging dann leider auch irgendwie im Schlechten auseinander mit dem. Bei Markus sowohl wie bei mir auch, wie es meistens so ist, spielt Geld eine Rolle. Ja. Naja, aber mit Klaus gar keine Probleme gehabt. Er nicht und ich auch nicht. Dass ich dann einfach einen neuen Weg gehen wollte, einen anderen Weg gehen wollte. Moin, wie oft sollte man eine Muskelgruppe in der Woche trainieren? Anfänger, vielleicht auch mal als Tipp, Heiko. Also als Anfänger würde ich mein Training zusammenfassen und versuchen, die Muskulatur zweimal zu trainieren, einfach um den Körper an die Belastung gewöhnen. Und umso länger ihr dabei seid, umso professioneller ihr arbeiten könnt, würde ich mich dann spezialisieren auf eine Muskelgruppe pro Tag und die dann aber richtig zu Tode quälen mit in Form von Gewicht und Intensität. Und dann schafft man da auch nicht mehr, bin ich der Meinung. Weil du brauchst ja die Ruhezeiten, um den Körper erholen zu lassen, damit du auch ihm die Möglichkeit gibst, damit er wachsen kann. Und wenn du das nicht machst, wenn du da zu viel reinballerst, es sei denn, du hast gravierende Schwächen, dann muss man natürlich sich von einem geschulten Auge unterstützen lassen, sprich einem Coach, der dann sagt, mach mal das und das und das und dies und jenes. Jetzt muss ich mal fragen, was die Frage ist. Interessant, was deine Kunde mir damit sagen will. Zur heutigen Zeit sollte man als Neti eine Show gewonnen haben vor dem Stoffkonsum. Also das ist, die Frage musst du... Ja, wenn du das hinbekommst, alles gut, herzlichen Glückwunsch. Ich halte ja von der ganzen Neti-Scheiße nichts, ne? Weil Leistungssport ist bei mir mit leistungssteigernden Mitteln verbunden, in meinem Kopf. So bin ich aufgewachsen, so habe ich es gehandhabt. Dass es da eine Community gibt, die auch Angst davor haben, beziehungsweise auf solche Sachen verzichten wollen, ist völlig legitim. Aber da bin ich dann tatsächlich der falsche Ansprechpartner, weil ich mich in dem Bereich nicht auskenne. Für mich war damals, wo ich angefangen habe, klar, dass ich mir die Latze zuballer bis damit ich gut wäre und Anschluss mit der Weltspitze halten kann. Und wer was anderes denkt, ja, dass er irgendwie mal in die Richtung große Muskeln kommt als Netty, der träumt. Und jetzt braucht er mir nicht mit Paul Unterleitner und wie die alle heißen kommen. Ich rede von großen, massiven Athleten. Das sind nett durchtrainierte Jungs, die sind auch Weltmeister in irgendwas. Aber das hat nichts mit dem zu tun, was ich gemacht habe. Und ich kann doch immer nur das erzählen euch, was ich gemacht habe und was bei mir funktioniert hat und was ich gut finde. Ne? Wenn die den Lifestyle mögen und erfolgreich sind, wirtschaftlich erfolgreich sind sie definitiv, dank Social Media. Deswegen geht ja ihre Rechnung komplett auf. Warum sollen die so ein Risiko fahren oder so einen Aufwand betreiben, wie wir damals das machen mussten, ne? Um halt unseren Zielen und Träumen näher zu kommen. Heute geht das alles durch Social Media, da geht das alles ein bisschen einfacher durch verschiedene Sachen. Unter anderem Werbung. Oder wie man sich platziert, was man erzählt. Wir machen noch eine Frage zum Abschluss hier für euch. Wenn wir bei dem Thema schon mal sind, mal Ernährung, welches Subs hättet ihr gerne eher gehabt? Was hat damals am meisten gefehlt? Ah ja. Vielleicht hier sowas. Nee, das gab es damals. Das gab es damals. Ja. Damals gab es da Knieisolat. Es gab wirklich extrem viel weniger. Die Auswahl war jetzt nicht so groß. Wir hatten aber alles gehabt, um zu wachsen. Und deswegen ist denn so viel mehr nötig, ist die Frage. Aber damals Eiweißpulver war schon eklig. Ja, das hat alles geschmeckt. Vor 20 Jahren. Ja, vor allem die Geschmäckerauswahl. Also Eiweißriegel, die waren schon ganz schön... Das waren keine Riegel, das waren ja Bars, das waren ja so Betonblöcke, konntest du gar nicht beißen. Also wenn du da locker 10 hast, sind dir die rausgefallen. Ja, die guten Flapjack-Riegel noch und so. Aber generell, bei uns damals, alles was schmeckt, ist scheiße. Und alle Eiweiße, die gut schmecken, die sind nicht so hochwertig wie die Eiweiße oder Proteine, die nicht so gut schmecken. Ne? Was hat man da gehabt? Alles Kartoffel, Eiweiß, Eggprotein, die mieseste Geschichte. Ja, Eggprotein, wenn du davon aufgestoßen hast, dachtest du hast eine tote Hunger im Maul. Also wie gesagt, das war schon hardcore. Aber das gehört halt zu dem Lifestyle dazu. Hätten die damals wirklich gesagt, ey Kalbach, da draußen liegt ein Haufen Hundescheiße, wenn du den frisst,
Du wirst Mr. Olympia. Ich hätte alles weggeboxt, was da in der Nähe wäre. Ich hätte nur noch an den Scheißhaufen zu kommen. So, ja, aber so war unser Mindset gewesen damals. Weißt du selber. Ja, okay. Wir waren komplett bedingungslos. Das musstest du als Videotitel jetzt nehmen. Ich hätte damals Hundescheiße gefressen für Masse. Ich würde sagen, das soll erstmal reichen, damit es nicht allzu langweilig wird für euch. Genau. Schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Vielen Dank, Schulzi, für deine Einladung. Ich habe zu danken. Für deine sportlichen Einladung. Ja, ich habe zu danken. Okay, 107er Oberarm. Da musst du noch aufhören. Ja, in diesem Sinne, Peace and Love and Rock'n'Roll, euer Lieblingskalle.